Wir können jetzt hier Stadtviertel machen. Y. Groß. Das ist groß, genau. Das ist so die alte Stadt. Das ist der alte feste Kern. Auch das, was hier hinten kommt, gehört man noch dazu, weil das haben wir gebaut, bevor es groß wurde. Okay. Das sind nicht die Ulmenhöhen. Das sind, jetzt muss ich gucken. Forstindustrie. Ah, okay. Wo ist es denn? Bereiche. Nein? Oh, geil, mit Soundeffekt. Stadtinfo, Richtlinie, Meilensteine, Infoansichten, Wirtschaft. Wie komme ich jetzt in diese Ansicht da wieder rein? Ah, halt, wir gehen auf den Prüfer vielleicht. Und gehen da auf den Namen. Und drücken Y. Drücken Y, drücken Y. Und dann? RT? Nee, das ist nicht. A? Haha, das ist es. Okay. Oh, Leute, das ist ja gar nicht mal so einfach gemacht. Umbenennen. Du bist, alt. Also, sobald ich Buchstabe eingebe, ist hinten alles dunkel. Alt. Kleinklotzingen. Kleinklotzingen. Glotzingen. Ein Chatpad hätte sich ja echt schon bezahlt gemacht bei dem Spiel. Okay, hat man das? Oh, da oben brennt's. Hallo, Feuerwehr? Ihr dürft ruhig Gas geben. Mit zwei Löschfahrzeugen rücken sie aus. Polizeiruf Kalifornien. So, dieser Bereich hier oben, der ist ganz berühmt. Das hier oben, Stadtviertel, Forstindustrie. Nee, nee, ich will einfach... Ah, Stadtviertel farblich markieren. Das hier oben ist der Bereich, der wird auch noch wachsen. Das ist kein Platz. Das ist... Jetzt muss ich wieder gucken, wie geht das? Das ist okay. Einmal B... Nochmal B? Y? Nee, doch. A? Oh Leute, es ist so kompliziert. Da? Nein. Ich komme da noch hinter. Das ist, glaube ich, Stadtviertel löschen. Das will ich ja nicht. Ich will das ja machen. Aber das will ich doch nicht machen. Ah, ich muss auf den Prüfer gehen. Genau, auf den Prüfer. Y? 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 A. Jetzt habe ich's. Also am Anfang, du musst dich echt ein bisschen reingewöhnen hier in die... Hier ist das Stadtviertel Muff und Stink. Weil da mufft's und stinkt's. Das können wir auch ein bisschen schön machen hier. Das ist ein ganz altes Stadtviertel von Kleinglotzingen. Muff und Stink. Muff und Stink, genau. So. Also die Leute aus Alt-Kleinglotzingen fahren mit ihrem Auto in den Bereich Muff und Stink. So, wir können auch hier den Bereich noch ein bisschen größer machen. Dann können wir ruhig so an die Grenze machen. Das passt, das hat schon seine Richtigkeit. Soll ja keiner benachteiligt werden. So, löscht ihr hier oben jetzt schon oder was geht da ab? Habt ihr es geschafft oder ist es hinüber? Ja, der kennt da nichts. Die Feuerwehrmänner, die sind so eiskalt. Die laufen auch vor einem Auto über die Straße. Das Gebäude sieht doch nicht gesund aus. Braucht jetzt nur einmal Farbe oder wie läuft der Hase hier? Es gibt frische Donuts gleich nebenan. Frisch geröstet in der Rösterei. Ah doch. Das Gebäude erholt sich, glaube ich. Mal gucken, wir warten mal noch einen Tag ab. Aber ich glaube, die Rußspuren sind weniger geworden. Nö, ist Einbildung. Egal. Sieht halt trotzdem gut aus. Hat halt schon ein bisschen was jetzt hinter sich. So, auch hier ist alles ganz gut gewachsen. Das gefällt mir. Alt-Klein-Glotzingen wächst und gedeiht. Ich frage mich ja gerade, wenn ich jetzt hier... Nee, 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 nee. Ihr wollt mich doch verarschen. Viel zu groß die Straße. Wenn ich jetzt hier noch eine Straße reinbauen würde... Die ich dann irgendwie anbinden würde. Das wird dann zu dicht, ne? Das wird dann zu dicht.
gibt es denn noch eine kleinere Straße als diese Straße? Das sind ja bloß Wohnhäuser. Da muss ja jetzt nicht viel passieren. Und wir machen einfach einen neuen Bereich. Kostet ja nichts. Wir haben ja auch hier hinten noch jede Menge frei. Wir machen 2000 plus aktuell. Das ist gut. Also Geld und so läuft. Wir müssen aber, wie gesagt, wir müssen strommäßig müssen wir aufpassen. Strommäßig müssen wir tierisch aufpassen. Weil aktuell lohnt sich jetzt schon. Also noch ein Windkraftwerk mehr. Das würde sich nicht rentieren. Es würde sich da schon ein Kohlekraftwerk lohnen. Dafür haben wir aber aktuell zu wenig Geld. Die Polizei bietet kleine Lagerräume mit sicheren Türen zur Miete an. Wählen Sie für weitere Informationen die 110. Sogar die richtige Telefonnummer. Ich traue mich ehrlich gesagt gerade nicht, wegen unseren Stromproblemen. Ihr seht es ja. Im Prinzip jeder Elektrogrill, der ans Netz geht, der kann unser Zeug hier zum Erliegen bringen. Ja, ich glaube, da müssen wir echt noch ein Kohlekraftwerk bauen. Danach haben wir erstmal eine Weile ausgesucht. Das werden wir jetzt auch machen. Wir bauen ins Industriegebiet direkt ein Kohlekraftwerk hin. Vielleicht oben dran irgendwo. Das können wir machen. Okay, also. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen auch da gleich nochmal ein kleines Darlehen aufnehmen. Müssen mal schauen, dass wir hier vielleicht... Nein. Das sieht gut aus. So. Und jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das? Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Wir werden jetzt hier in die Wirtschaft gehen. Und zweites Darlehen. Okay, 60.000. Und die laufenden Kosten, die können wir ja tilgen. Ich glaube, wir nehmen mal noch ein zweites Darlehen auf. Da können wir auch ein bisschen rumspielen und müssen nicht so ganz komplett auf der... Guck mal, 10% Zinsen, das ist natürlich auch nicht ohne. Das sind schon 6.000 Euro mehr. Dollar? Warum eigentlich Dollar? Was ist denn da los? Die Einnahmen sehen gut aus. Wir müssen auch nochmal eine zweite Schule bauen, eine zweite Feuerwehr und so. Komm, wir nehmen einen zweiten Kredit noch auf. Gehen in Energie rein. Und bauen hier in diese Ecke. Bei Muff und Stink. In dem Bereich. Hier ist sowieso schon. Hier tobt der Mob. Hier ist die Lautstärke am höchsten. Hier in die Ecke bauen wir einfach noch ein Kraftwerk hin. Bitteschön. Ich liebe den Geruch verbrannten Erdöls am Morgen. Dino Power pro Fossil. Jetzt haben wir zumindest dafür gesorgt, dass wir strommäßig jetzt nicht komplett gleich abkacken werden. Na, wir gehen wieder auf den Prüfer. Windows-Nutzer kennt das Ding unter Mauszeiger. Schule fast voll, aber noch nicht ausgelastet. Ich baue nicht, bevor irgendwie das Ding aus allen Nähten platzt. Die Musik, die übertreibt. La, 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 la. Müssen wir mal gucken. La, la, la. Auch in diesem Bereich, müssen wir mal gucken. Wir haben hier auf der Ebene, haben wir Feuerwehr und Polizei gebaut. Feuerwehr und Polizei. Oder sparen wir uns das erstmal? Und sehen zu, dass wir mehr Leute in das Café reinkriegen. Wir brauchen mehr Leute. Genau, wir hatten doch irgendwo hier. Beim Wasser haben wir ja schon angefangen zu sparen. Genau, hier haben wir ja schon gespart. Mal gucken, dass wir hier vielleicht aus dem Nichts. Ne, ein bisschen tiefer ist der Busch hier. Vielleicht hier so bei dem Busch. Der ist gut. Der Busch ist gut. Du musst den richtigen Busch neu erwischen. Wie bauen wir das denn? So vielleicht. Und dann schließen wir das hier an. Bitteschön. Dann ist der Bereich schon mal komplett abgedeckt. Abwasser. Wasser. Alles am Start. Okay, gut. Das sieht auch alles noch grün aus. Da müssen wir uns also gar keine Sorgen machen. Wir werden jetzt den Bereich hier auch noch freigeben zum Bauen. Hier, komm. Siedelt. Tümmelt euch. Fühlt euch wohl. Kreisverkehre lasse ich frei. Für so Einrichtungen. So Dinge und Sachen.
Dinge und Sachen. Auch das Gewerbegebiet, das guckt euch das mal an. Da ist auch nicht mehr viel Platz. Das heißt, da können wir hier vielleicht das Gebiet jetzt auch schon freigeben fürs Gewerbe. Den Bereich hier. Da können sie auch noch ein bisschen was mitbauen. Uiuiui. Malen nach Zahlen. War ich immer gut, habe immer über den Rand rausgemalt. Ja, das sieht doch gut aus. Alt-Klein-Klotzingen wächst und gedeiht. Und aktuell verkehrsmäßig sieht es gut aus. Die Müllautos haben keine Sorgen. Hier stinkt's zum Himmel. Gut, man könnte jetzt sagen, man nimmt halt ein Windkraftwerk vom Netz und sorgt dafür, dass man, sorgt dafür, dass die laufenden Kosten runtergehen. Laufende Kosten, guter Punkt. Wir könnten eigentlich diesen Kredit erstmal zurückzahlen. Dann haben wir den zumindest von der Backe und zahlen nur noch den ab. Also zahlen wir den weg. So. Schuldenfrei und Spaß dabei. Muffe und Stink, das ist so eine eigene kleine Welt hier hinten. Die sehen auch anders aus. Also du stehst in der Früh auf, guckst in den Spiegel und ungefähr das, was du siehst, ist das, wie die Arbeiter dann aussehen hier. Total verschoben. Genau. Auch die Sprache ist auch nicht so der Hit. Ist eher so. Was macht der Prüfer? Er prüft. Gut, die Schule hier platzt fast aus den Nähten. Das heißt, wir werden auch hier hinten vielleicht dann hier so. Hier können wir ein bisschen mehr Leute hinpacken. So richtig mit Gewalt. Indem wir gehen mal hier raus. Wir gehen mal in den Straßenbaumodus. Und werden dann einfach mal hier so eine Straße bauen. Wieder rauszoomen, mal gucken. Und ich finde es echt überraschend, dass auch ich sehr viel gerade baue. Gut, und hier werden wir... was haben wir denn hier noch alles? Müll brauchen wir erstmal noch nicht. Ein Friedhof brauchen wir erstmal noch nicht. Den werde ich relativ zentral anordnen. Aber ich werde hier hinten bereits eine Schule hinbauen. Nee. Da lernen sie nichts. Das hier hinten, das wird jetzt unser Schulbereich. Hier so mittig rein. Damit die Knirpse auch was lernen. Gut. Angebunden ist es gut. Die müssen halt ein bisschen fahren. Mein Gott, du kannst nicht immer alles genau vor der Tür haben. Das geht nicht. Sowas gibt's nicht. Sowas gibt es nicht. Aber ich glaube, ich würde hier hinten ganz gern 1800, ich glaube, das können wir uns sogar erlauben. Ich würde hier hinten doch noch eine Feuerwehr und sowas bauen. 12.000, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Aber wenn wirklich mal was ist, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn die Feuerwehr direkt am Platz ist. Die Ecke ist da prädestiniert dafür. Hier noch eine Feuerwehr hin. Polizei ist erstmal Wumpe, weil auch Kriminalität ist ein Geschäft. Das muss man ein bisschen fördern. Warum brauchst du jetzt unbedingt Strom? Bist doch angeschlossen. Heul doch nicht rum. Heul doch nicht rum. Genau. Okay, das ist verbunden. Man will gucken, ob wir irgendwo Stromleitungen dann nicht mehr brauchen. Zum Beispiel die hier. Die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, wie ich das sehe. Weg. Oder? Halt. Doch. Hey! Würzige Kleinstadt. Dekorationen, einzigartige Gebäude, Stufe 2. Neue Richtlinien, Haustürverbot, Rauchverbot, Parks und Freizeitmöglichkeiten. Die Schule ist aus. Förderung des Fahrradfahrens. Oh, das ist gut. Nicht mit mir. Okay. Altstadt, neue Gebäude, Oberschule. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oberschule ist sehr gut. Aber wir waren gerade hier beim Abreißen. Das Ding kann ich auch noch weghauen. Das brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Der Kreislauf ist immer noch geschlossen. Sehr schön. Da oben brennt's. Müssen wir uns aber gar keine Sorgen machen, weil wir haben ja ausgesorgt. Die Feuerwehr dürfte bereits vor Ort sein. Oh, die Tanke brennt. Seid ihr irre?
Und er geht da auch noch hin. Der holt bestimmt noch ein paar Kippen. Außen Tankshop hier. Geht da hin. Schenkt gern die da hinten. Die angerösteten. Die, die bereits dampfen. Die nehme ich. Oh mein Gott. oh Gott, liebe Leutchen. Gut, wir könnten ja... Ich meine, wir schwimmen jetzt nicht in Geld. Aber wir könnten dafür Sorge tragen, dass jetzt hier eine Oberschule entsteht. Oberschule ist gut. Da entstehen mehr, vielleicht so gleich so richtig zentral. Das wäre natürlich affengeil. Geht aber nicht. Doch, geht! Am Kringel. Ja, perfekt. Perfekt. Oder vielleicht doch hier hinten, aber dann lieber mehr so zentral, ne? Lieber mehr so zentral. Vielleicht hier so. Oder halt doch am Kringel, ich weiß es nicht. Was sieht denn gut aus? Oh, das war jetzt, das war auch gerade nett. Ein Stück höher geht nicht, oder? Doch, ein Stück höher wäre gegangen. So. Ich zoome mal ran. Jetzt sehen wir es auch ein bisschen besser. Ich probiere gerade zu taktieren. Ich will es genauso in die Hälfte haben. Das wäre schön. Ich bin da... Hä? Im Kringel geht's nicht, oder? Dass du direkt auf die Universität zufährst, das geht nicht. Da ist das Gebäude einfach zu hässlich, wie es aussieht. Das geht auch nicht. Das mag er nicht. Ja, dann bauen wir es halt jetzt hier hin. Da. Was kam denn das Ding? Oh, 24.000. Ach, du liebe Scheiße. ja. Gut, dass wir Geld haben. Oh, Dekorationen. Sie können in ihrer Stadt durch den Bau von Parks, Plätzen und Spazierwegen oder durch die Bepflanzung freier Gebiete mit Bäumen attraktiver und bequemer gestalten. Gut, das machen wir dann ein bisschen. Was haben wir denn hier? Park mit Bäumen. Ein Park mit Bäumen. Direkt an der Autobahn hier. Ich glaube nämlich fast. Pass mal auf, wenn ich jetzt... Geh mal rüber. Nein, wenn ich jetzt hier eine Straße machen würde. Einfach so eine kleine Straße. Nichts Großes, einfach nur eine kleine Straße. Und die machen wir eins nach oben. Dann würde ich das direkt verbinden. Das will ich aber gar nicht. Und da würde er das Haus wegreißen. Und da würde er das Haus wegreißen. Aber wir könnten dann hier so... Vielleicht so bauen. Dann müssen halt hier oben die ziehen weg. Mein Gott, denen gefällt es da sowieso nicht, haben sie mir schon gesagt. Was? Gebäude ist belegt? Durch was? Durch was? Ja, dann reiß halt weg die Hütten. Baukosten? Ach, durch die Straße. Alles klar, okay. Ah, ich kann es nicht auf einmal durchziehen. So war das doch. Eins. Und dann hier noch. Zwei. Dann machen wir hier noch nach unten. Hier wird jeder Millimeter ausgenutzt, wie man sieht. So. Und wieder keine Ampelkreuzung, ne? Pass mal auf. Und die werden sich jetzt... Die werden sich jetzt so freuen. Die wissen doch gar nichts von ihrem Glück. Ihr kriegt jetzt ein Atomkraftwerk als Dekoration dahin. Was haben wir denn hier? Großer Spielplatz. Wie viel Geld haben wir denn noch? Können wir uns nicht leisten. Was ist das? 5.000. Oh, das ist... Oh, ist der groß. Okay, gibt es jetzt auch eine Nummer kleiner? Ich dachte eher so an was Kleines. Kleiner Park. Kleiner Spielplatz. Der würde passen. Schaut. Genau. Dann machen wir 1.250. Den können wir uns sogar leisten. Den bauen wir jetzt hier hin. Und dann kriegt ihr, was ist das? Platz mit Bäumen. Ihr kriegt einen Platz mit Bäumen hier hin. Was kostet der? Wir müssen echt ein bisschen aufs Geld achten, aber ich glaube, das sieht aktuell ganz gut aus bei uns. Machen wir das so. Was gibt's hier noch? Japanischer Garten. Magika Freizeitpark. Wie groß bist denn du? Ach du liebe Scheiße, okay. Jetzt sind wir wieder vorn. Was gibt's denn hier noch? Alles Mittlere habe ich noch nicht freigeschalten. Pflasterweg. Fahrradstraße. Ernsthaft jetzt? Er ist natürlich jetzt richtig praktisch, ne? Da brennt es irgendwo? Ja, die schaffen das schon. Natürlich richtig praktisch, weil da ist ja mal gar kein Platz mehr frei. Okay, und was ist jetzt hier? Kiesweg. Und hier gibt's Bäume. Können wir also auch noch ein bisschen aufforsten, wenn wir wollen. Aber wir haben ja bereits hier einen Platz mit Bäumen gepflanzt. Ist alles gut.
einzigartige Gebäude. Einzigartige Gebäude werden beim Spielen durch verschiedene Errungenschaften, positiv wie negativ, erlangt. Einzigartige Gebäude locken Touristen in die Stadt. Einzigartige Gebäude, Wortwiederholung, können Sie nur einmal in Ihrer Stadt bauen. Nachdem Sie ein einzigartiges Gebäude freigeschalten haben, steht es bei Ihnen auch in zukünftigen Spielen zur Verfügung, sobald Sie den zur Freischaltung erforderlichen Meilenstein erreicht haben. Okay. Alles klar. Gucken wir mal rein. Die Freiheitsstatue. Logisch. Die Freiheitsstatue von Kleinglotzingen. Was haben wir noch? Stufe 1. Eine Shoppingstatue. Können wir noch nicht bauen. Stufe 2. Können wir noch nicht bauen. Stufe, das war's. Okay. Wir müssen erst die Meilensteine erreichen. Illuminati nehmen nun Aufträge für Neumitgliedschaften an. Das ist gut. Habe ich schon Ewigkeiten drauf gewartet. Und wie ihr seht, wollen mehr Leute nach Kleinglotzingen. Das hat sich rumgesprochen, dass wir einen ganzen Park besitzen. Ich bin aber mit dem Park noch nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Die sind alle so riesig groß. Ich hätte gerne einen kleinen, ein bisschen was Sportlicheres wäre ganz schön gewesen, aber gibt's hier nicht, wie es aussieht. Können wir nicht machen. Ja, Fahrradweg. Wie denken Sie, die sich das denn? Entfernung zu gering. Er braucht er echt. Okay. Das heißt, wenn ich mit dem Fahrrad... Nee, da kann ich gar mit dem Fahrrad hinschicken. Der fällt mir ja tot um, bevor er überhaupt oben ankommt. Das funktioniert wie eine Straße? Es ist ja hardcore. Okay. Ich glaube, man kann das einfach neben der Straße oder so machen. Ah, Fahrradwege. Da haben wir schon mal das erste Problem. Das erste Problem. Weil nichts Platz und so. Mehr Wohngebiete. Ja, ihr bekommt mehr Wohngebiete. Mehr Wohngebiete. Wir können das hier oben noch freigeben. Und das hier direkt neben dem Park. Ich denke mal, da wollen ein paar hinziehen. Weil so schmuckes Tori-Zeug lockt eigentlich immer Leute an. Und hier oben direkt an der Bahn könnt ihr eigentlich auch noch hinziehen, wenn ihr wollt. Die Bahn wird später durch eine Schallbahn und so, also hier, durch eine Autobahn mit Mauer und sowas ersetzt. Ach komm, hier, den Bereich können wir auch noch mit freigeben. Wer dahin zieht, ist selber schuld. Neue Dienstleistungen. Ist Dienstleistung neu? Hast du irgendwas verpasst? Gucken wir auch gleich mal rein. Was habt ihr denn jetzt mit Dienstleistungen? Wo denn? Das wissen wir doch schon. Haben wir doch schon gebaut. Wissen wir doch schon. Haben wir doch schon gebaut. Müll? Nö, alles cool. Deko? Hier haben wir auch schon reingeguckt. Alles cool. Wir können es uns noch nicht leisten, liebes Spiel. Das dauert noch ein bisschen. Und hier haben wir ja schon alles ausgebaut, ne? Hier ist alles ausgewiesen. Ist es nicht? Okay. Wir haben eine Feuerwehr. Wir haben eine Uni. Demzufolge können wir eigentlich jetzt hier ein bisschen Wohngebiet noch ausweisen. Da hat das Spiel recht. Noch nicht alles, aber so ein bisschen was. Und vielleicht hier oben auch gleich noch mit. Wenn sie so geil hier drauf sind, hierher zu ziehen, sollen sie kommen. Aber dann nicht aufregen, ne? Dann nicht sagen, ist doch nicht so schön. Oh, und wie das Ding leuchtet, guckt euch das an. Die Highschool. Sehr schön. Wir gehen mal auf unseren Finger und gucken, was sagen die Grundschulen? 154 von 300. Wie wir sind hier drin? 520 bereits schon. Ach du liebe Scheiße. Und hier in der Grundschule, die war hier in der Abzweigung, gleich neben der Arztpraxis, 183 von 300. Es hat sich also bitte verteilt. Patienten 0. Die Leute werden einfach nicht krank. Oh. Öha. Das ist groß geworden. Wo ist meine Tanke hin? Gibt's die überhaupt noch? Meine Tanke ist weg. Die haben sie einfach eingestampft. Ja, das war's dann mit Kippen holen. Das war Versicherungsbetrug. Zuerst haben sie es angezündet, dann war die Hütte weg.
Und man sieht ja, wozu es führt. Man sieht ja, wozu es führt. So, wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze hier noch bauen. Wir müssen schauen, wie wir bauen. Hier kommen jetzt auch neue Leute dazu. Ich will halt nicht so viel auf einmal bauen. Damit wir auch ein bisschen noch härter Lage bleiben. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Ledergeldbeutel gefunden. Bitte PM schicken, um ihn zu. Kann ich nicht lesen. Kannst du beschreiben, was drin war, damit ich weiß, ob es deiner war? Hier hätte man eigentlich auch noch eine Straße runterbauen können. Genauso wie auf der Seite. Das könnte man eigentlich machen. Aber es ist ganz okay so. Da können wir vielleicht hier noch was Großes hinbauen. Wir dürfen ja noch groß denken. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 2 Stunden. Cool. Läuft. Man kriegt die Zeit nicht mit. Aber das gefällt mir. 1700 Leute. Einsatz. Alarm für Cobra 12. Wo ist eigentlich Chefs seine Hütte? Ist das Chefs Hütte? Nö. Haben sie schon verkauft? Wo ist meine Hütte? Meine Butze ist weg. Glaubst du es? Nein. Ich wurde rausgeschmissen aus meiner eigenen Stadt. Meine Hütte ist weg. Ah. Nein. Ha. Nein. Nein. Dann eben nicht. Pü. Das merke ich mir aber. Das merke ich mir. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Der Kreisverkehr ist natürlich auch, da hast du bitte in sich. Wir sollten dann hier so bitte nach oben bauen. Das wäre dann die nächste Stufe. Und dann hier so auf der Höhe ungefähr das zweite Industrieviertel dann mal hochziehen. Ich möchte mich insgesamt nach unten bewegen. Nach oben wäre auch ganz schön, aber nach unten gefällt es mir mehr. Ich möchte ja die Stadt vergrößern und hier oben haben wir noch genug Platz für Industrie und so ein Kram. Genau. Gehen wir wieder rein. Man sieht aber schön die 4 Punkte. Das ist kein Porsche, der dir mit einer einseitigen kaputten Lampe entgegenkommt, sondern das ist, ja, das sind unsere Windkraftwerke. Sieht ganz gut aus. Wir gucken mal rein, was die Infos sagen. Strom, mehr als genug. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Müll ist okay. Alle sind happy. Finde ich gut. Lärm und Verkehr. Das sieht alles noch im grünen Bereich aus. Lärm, ja klar. Wohnviertel. Mich wundert, dass hier bei der Uni nichts los ist. Oder Hochschule, Oberschule. Kriminalität. Ich glaube, da bauen wir doch da hinten noch eine hin. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil nicht, dass dann die bösen Jungs kommen und hier so Dinge machen. Zeug verkaufen. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Hier ist meine Polizei. Was kostet denn die? 480 die Woche. Uiuiui, da wird man ja kaum noch Plus machen. Aber natürlich steigt dann auch der Wert des Grundstücks so ein bisschen an. Also insgesamt macht sich das schon bezahlt. Wir sollten vielleicht hier auch noch irgendwo ein paar Parks und sowas nochmal mit hinbauen. Das ist nicht ganz so, weil ansonsten wird hier vorn werden die Häuser immer größer und hier hinten sieht man, wir haben nichts in der Nähe. Wir könnten ja eigentlich hier, so in der Ecke, das machen wir jetzt auch, pass mal auf, aus dem Finder raus, Dekorationen. Was warst du? Großer Spielplatz. Wie groß bist du? Zu groß. Zu... Nicht genug Geld. Ja, so kann man das Ganze auch nennen. Kleiner Park. 1000. Ist immer noch zu groß. Kleiner Spielplatz. Das ist gut. Vielleicht gleich neben der Schule. Was war denn jetzt die Schule von des Beides hier? Ich glaube, oben das war die Schule und das andere war der Arzt. Ne, dann machen wir jetzt hier einen Spielplatz hin. Tut mir leid. Die müssen weg. Und vielleicht Platz mit Bäumen. Hier, neben das Krankenhaus. Das ist da immer gut. Da kannst du rausgehen, wenn du alt und grau bist und kannst hier genesen. Gesund werden. So, auch nochmal rein. Schaut her!
Roboter-Invasion steht kurz bevor. Haltet, oh, oh Gott. Na super. Die fehlen mir jetzt noch. Die UFO-Lana. Und schon machen wir auch wieder ein bisschen mehr Plus. Das ist ganz gut.